Hallo Leute, ich habe mal so ein Thema hier und vielleicht interessiert euch das. Das handelt sich um Pocket Screw, diese schrägen Löcher, die man reinbohrt, um dann irgendwie Winkel zu sparen und dann eine elegante Holzverbindung herzustellen. Ich bin hier gerade in meinem Keller und zwar in meinem Chaos-Keller. Um das Chaos zu vermeiden, wollte ich eigentlich mir so ein paar Regale bauen hier, bin ich jetzt auch bald. Und ja, ich zeige euch mal, was ich mir da gekauft habe, wovon ich eigentlich abraten kann. Ja. Es wird auch ein ganz kurzes Video. Und zwar habe ich mir so ein Set gekauft, Pocket Screw, da habe ich hier zwei Stück von. Damit mitgeliefert werden dann also drei Bohrer. Die Größe ist 10 mm, dann denke ich mal 8 und 6, ich habe es hier nicht nachgemessen, und Hülsen. Da ist also eine Klotzball. Und da kann man dann hier vorne die Hüllen austauschen, eben je nachdem wie groß der Bohrer dann ist. Dann haben wir hier noch einen Anschläge dabei. Die sollen auf dem Bohrer mit einer Madenschraube, damit man die immer die richtige Tiefe hat. So, jetzt habe ich hier schon so ein paar Löcher gemacht. Man kann sehen, ja, das Eloxierte und das ist alles eigentlich nicht schön geworden. Weil diese Bohrer, die dabei sind, erstmal grottenschlecht bohren. Ja, weil die auch gleich stumpf werden und weil sie sich in dieser Hülse, Metallhülse verhaken. Und natürlich auch an dem Aluminium hier reiben, wie blöde. Da habe ich dann jetzt einen ganz normalen, der war scharf, Metallbohrer genommen aus meinem Betrieb. Und habe damit schon einmal gebohrt. Moment. Ja. Und zwar hier ist nicht schön, aber es erfüllt auch seinen Zweck. Und ich werde die dann sowieso noch alle fein aufbohren, dass die Schraube da besser durchgeht. Gut, jetzt bin ich damit angefangen. Ich mache es jetzt zu Ende. So, nochmal zu diesem Set. Bei dem Set soll man ja, wie ich das verstanden habe, sich eine Position ausdenken. Ich habe immer so jetzt einen gefühlten Zentimeter von der Kante weg und dann wird es festgespannt. Dann sind aber diese Spanner dabei. Diese Spanner sind der absolute Witz. Also die halten gar nichts. Mit dem soll man dann mit jedem, also ein Spanner pro Set, soll man dann diesen Klotz festmachen und dann soll man da mit dem Akkubohrer reinbohren, so dass man dann dies Ergebnis, die da hinten ungefähr so erhält. Ja. So, jetzt habe ich das mit so einem Spanner versucht. Das Ding verdreht sich sofort, das kannst du vergessen. Das ist so wie Werkzeugdoktoren immer sagen, die Autodoktoren immer sagen, wer zweimal kauft, kauft öfters. Das ist also, ich habe zwei Sets davon gekauft, weil ich gedacht habe, ja, so ein Set kostet, ich glaube, 10, 15 Euro und, plus Versand. Also ich hätte doch lieber was anderes genommen. Also auf jeden Fall habe ich jetzt eine stärkere, wie sagt man das hier, Spannen, also hier heißt es Grampu. Ich habe vergessen mein Deutsch schon wieder. Das ist eine Klemme, so eine größere Klemme genommen und dann die Dinger reinzubohren, aber wie gesagt, es macht absolut keinen Spaß. Also Leute, nochmal, also wenn ihr sowas Billiges hier, wie das hier so ein Set, kauft's nicht. Das ist welch geschmissenes Geld und ihr ärgert euch nachher, wie ich mich jetzt ärgere. Es macht absolut keinen Spaß. Also ich werde das jetzt mit diesen Dingern so hier mit dem Set hier durchziehen, damit ich dann endlich mal mein Regal aufbauen kann und mein Chaos hier beseitigen kann. Ja. Und fürs nächste Mal kaufe ich mir da ein bisschen was Besseres. Da gibt es mit Sicherheit auch bessere Sachen. Die kosten vielleicht viermal so viel, aber das macht dann auch Spaß. Naja. Jo, das war's. Ganz kurzes Video. Mein Frust muss sich beim Loswerden. Ja. Seht zu. Bis die Tage. So, ich wollte das
nochmal eben vorführen, wie ich das so mache. Von da kann man das dann am besten sehen. Also ich nehme jetzt hier das. Das ist nicht so gut jetzt hier weit weg, aber ich habe jetzt kein Stativ hier. Man nimmt also den. So, ich versuche das jetzt nochmal hier einmal zu zeigen, wie man das machen soll mit dem, also wie ich es verstanden habe, wie es machen soll. Also ich mache jetzt hier den Klotz drauf, so ungefähr einen Zentimeter von der Kante weg, weil je tiefer kommen dann die Löcher ja hier, so also mehr zur Mitte. Das habe ich zu Anfang nämlich falsch gemacht. So, dann nehme ich meine Klemme, mache das ordentlich fest. Richtig schön fest, so. Soweit und dann mit dem Bohrer rein und gleich auf höhere Drehzahl gehen, weil er erstmal nur an der Kante, also und dann sieht man mal gleich schon im Video, dass sich das alles bewegt. So, rein. So, komischerweise hat es jetzt gut geklappt. Und dann haben wir hier diese schrägen Löcher drin, wo man dann, da bohre ich noch kleine rein, dann kann man hier die Schrauben und die kommen dann irgendwann hier vorne raus und dann kann man dann mit einem anderen, kann man das dann so sag ich mal so verbinden. Das ist wohl der ganze Sinn der Sache. Ich habe es noch nie gemacht, aber naja, sag mal so, also. Für einmal geht's, aber wenn man ja immer damit arbeiten will, dann kauft man sich ein irgendwie was, eine andere Marke, die ein bisschen besser ist, mit, die vielleicht mehr Anschlag hat, mehr Sicherheit bietet, als das jetzt. Gut, dann werde ich euch mal irgendwann zeigen, wie das fertig aussieht, eventuell, wenn ich mein komisches Regal hier fertig habe. Bis dann, tschüss.